Und diesen Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP begrüße ich jetzt in unserem Interviewstudio. Schönen guten Abend. Grüß Gott, Herr Tür. Vielen Dank für die Einladung. Herr Finanzminister, in den letzten Tagen wurden ja zahlreiche Nachrichten, Chatnachrichten bekannt. In sehr lockerem Ton wird da mit einer Unzahl an Emojis über Posten und Positionen für Parteigänger diskutiert und verhandelt. Die Vertraute von Thomas Schmidt hat sich da heute im Urschuss dafür entschuldigt. Wollen Sie das auch tun? Ich habe auch schon bereits heute im Untersuchungsausschuss gesagt, dass ich zum Teil verstehen kann, dass hier Aufregung entsteht, wenn Nachrichten, die sowohl zeitlich als auch inhaltlich aus dem Zusammenhang gerissen vorgelegt werden, eben zu einer gewissen Irritation führen. Ich glaube aber auch, dass es nachvollziehbar für jeden ist, der schon einmal erlebt hat, dass er, wenn er jemanden gut kennt, vielleicht über, weiß nicht, Arbeitskollegen oder andere geschrieben oder formuliert hat, so wie er es im Nachhinein vielleicht nicht tun würde. Deswegen kann ich einen Teil der Aufregung verstehen. Melanie L., diese Vertraute von Thomas Schmidt, sagt heute auch, die Wortwahl sei unangebracht gewesen. Schämen Sie sich für die jetzt öffentlich gewordenen Nachrichten? Nochmals, Herr Tür, ich bin mir sicher, auch Ihnen ist das schon passiert, dass Sie Nachrichten vielleicht im Nachhinein anders formulieren würden. Aber wenn sie in der Emotion geschrieben werden, vielleicht mit jemandem, den man gut kennt, dann kann das, glaube ich, jedem passieren. Ich verstehe, dass das zum Teil zur Aufregung führt. Kommen wir zu den Inhalten. Thomas Schmidt hat als Generalsekretär des Finanzministeriums das ÖBAG-Gesetz ganz maßgeblich mitverhandelt. Er hat bei der Auswahl der Aufsichtsräte, wie wir in den Chatprotokollen sehen, sehr viel mitgesprochen und wurde dann als jemand, der keinerlei Erfahrung hat, als Manager in der Privatwirtschaft Chef der ÖBAG und verwaltet jetzt Staatsbeteiligungen im Wert von 26 Milliarden Euro. Wurde der beste Mann Chef der ÖBAG oder der, der die besten Kontakte in die ÖVP hatte? Wenn Sie den Aussagen des Aufsichtsrates, und zwar allen Aufsichtsräten, folgen, dann war es ein sehr professioneller und kompetitiver Bewerbungsprozess, der am Ende dazu geführt hat, dass alle Aufsichtsräte sich einstimmig für Thomas Schmidt als Kandidaten ausgesprochen haben. Da sind Aufsichtsräte dabei, die ein SPÖ-Parteibuch haben, die von der FPÖ zum Teil nominiert worden sind oder teilweise auch von der ÖVP. Wichtig ist, dass die Personen qualifiziert sind, dass die gesetzlichen Rahmen eingehalten werden und dass die letzte Entscheidung auch das zuständige Organ trifft. Meine Frage war, war er der beste Mann? Sie werden sich ja mittlerweile auch eine Meinung gebildet haben. Das hat der Aufsichtsrat bestätigt, das habe ich Ihnen gerade gesagt. Und auch jetzt hat der Aufsichtsrat auch nichts auszusetzen an der inhaltlichen Performance der ÖBAG, die auch international sehr anerkannt ist. Sie haben Thomas Schmidt im Bestellungsprozess geschrieben, Zitat, keine Sorge, du bist Familie. Das klingt jetzt alles andere als nach einem transparenten und objektiven Bestellungsprozess und vor allem nicht danach, als hätten Sie mit dem Bestellungsprozess nichts zu tun gehabt. Herr Tür, das meine ich mit zeitlich und inhaltlich aus dem Ganzen herausgerissen. Wann waren die Nachrichten? Worum ist es da genau gegangen? All das ist hier nicht beleuchtet. Deswegen, ja, wenn Sie es so hinstellen, dann verstehe ich, dass das für Irritationen sorgt. Ich bin mir aber sicher, salopp formuliert wird auch von anderen Personen, wie ich das letzte Mal im Untersuchungsausschuss zu Gast war, hat beispielsweise die NEOS-Abgeordnete CRISPR die Verfahrensrichterin beschimpft, weil sie geglaubt hat, das Mikrofon ist abgeschalten, will nicht wissen, was die Frau CRISPR schreibt, wenn sie glaubt, dass niemand im Raum ist. Ich glaube, das kann einfach jedem passieren. Und deswegen bitte ich Sie, das auch so zu akzeptieren. Die Wortwahl ist ja das eine, aber hier geht es ja auch um das Inhaltliche. Sie selbst nannten die ÖBAG in den Chats die Schmidt AG. Sie waren Regierungskoordinator und ganz eng eingebunden. Der Bundeskanzler schreibt, du kriegst eh alles, was du willst. Wer soll denn da glauben, dass Thomas Schmidt tatsächlich da ganz unabhängig ÖBAG-Chef wurde und die Verantwortlichen in der ÖVP, Sie und der Bundeskanzler, damit nichts zu tun haben? Herr Tür. In einer Bundesregierung werden hunderte Personalentscheidungen getroffen. Im Ministerrat, genauso wie von den Ministern in dem Bereich, wo sie laut Bundesministeriengesetz zuständig sind. Und ja, man diskutiert auch über Personalentscheidungen, für die man vielleicht nicht formal zuständig ist, aber die auch zu treffen sind. Das ist in jeder Regierung so. Was ich für sehr scheinheilig erachte ist, und das war heute im Untersuchungsausschuss auch wieder zu sehen, ist, dass Personalentscheidungen von linken Parteien automatisch für gut geheißen werden und Personalentscheidungen von bürgerlichen Parteien automatisch skandalisiert werden. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber jetzt sind hier Sie hier und wir wollen über diese eine Personalbesetzung sprechen. Und Sie haben vorher gesagt, der Aufsichtsrat habe diese Entscheidung getroffen und sei da unabhängig gewesen. Und jetzt sagen Sie, die Regierung spricht natürlich auch bei Postenbesetzungen etwas mit. Es kann ja nur eine dieser beiden Wahrheiten richtig sein, oder? Ich würde Sie ersuchen, genau darauf zu achten, was ich formuliert habe.
Es gibt hunderte Personalentscheidungen. Manche werden im Ministerrat getroffen, wie Botschafterbesetzungen, Uniräte oder der Generalrat der ÖMB beispielsweise. Manche trifft der Minister und über manche Personalien diskutiert man auch und gibt eine Empfehlung ab oder eine Meinung, auch wenn man formal nicht dafür zuständig ist. Wichtig ist, dass die Personen qualifiziert sind und dass die letzte Entscheidung beim zuständigen Organ liegt. Und das ist der Fall. Aber haben Sie vor dieser letzten Entscheidung mit diesem Organ, nämlich dem Aufsichtsrat, über Thomas Schmidt gesprochen? Hat der Bundeskanzler mit dem Aufsichtsrat gesprochen? Wurde dem Aufsichtsrat empfohlen, Thomas Schmidt zu bestellen? Das ist ein eigenständiger Aufsichtsrat. Das sind alles Personen, die hochqualifiziert sind. Die treffen ihre eigenständigen Entscheidungen, wie das übrigens auch in den letzten Tagen stattgefunden hat. Es ist mit Sicherheit so gewesen, dass Thomas Schmidt kundgetan hat, dass er sich bewerben wird. Aber klar ist, dass der Bewerbungsprozess und die Entscheidung über den Aufsichtsrat laufen. Aber gab es eine Empfehlung der ÖVP-Spitze für Thomas Schmidt? Wenn mich jemand gefragt hat, dann werde ich Thomas Schmidt mit Sicherheit empfohlen haben. Der war jahrelang Generalsekretär im Finanzministerium, wo auch die Beteiligungen angesiedelt sind. Und die Unternehmensergebnisse, die geben dieser Entscheidung des Aufsichtsrates auch jetzt inhaltlich absolut recht. Die ÖBA kommt jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr aus den Schlagzeilen. Thomas Schmidt hat angekündigt, noch bis zum März 2022 ÖBA-Chef bleiben zu wollen, seinen Vertrag danach nicht mehr zu verlängern. Würden Sie es begrüßen, wenn er gleich zurücktritt? Das ist eine Entscheidung von ihm, die ich zur Kenntnis nehmen muss. Ich bin gestern vom Aufsichtsratsvorsitzenden von der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung informiert worden, wo diese Themen besprochen worden sind und wo Thomas Schmidt das auch bekannt gegeben hat. Und ich möchte ihm für die inhaltlich ausgezeichnete Arbeit von dieser Stelle her auch danken. Aber kann er bis März 2022 bleiben? Das ist im Vertrag so vorgesehen. Er zieht die Option der Verlängerung nicht und der Aufsichtsrat ist jetzt damit befasst, unmittelbar auch die Nachnominierung und die Ausschreibungen in Angriff zu nehmen. Gut, Sie haben selbst schon gesagt, den Aufsichtsrat der ÖBAG, den besetzt die Bundesregierung. Hat der noch Ihr volles Vertrauen? An dem gab es ja in den letzten Tagen auch einige Kritik. Auch das ist nicht richtig. Den Aufsichtsrat der ÖBAG, den bestellt der Finanzminister. Der Finanzminister ist das Eigentümervertreter, die Hauptversammlung der ÖBAG. Und der Aufsichtsrat hat mein hundertprozentiges Vertrauen. Thomas Schmidt hat ja auch beim Aufsichtsrat viel mitgesprochen, hat Ihnen sogar mal geschrieben, Zitat, bitte gebt mir einen guten Aufsichtsratschef. Thomas Schmidt wünscht sich einen Aufsichtsratschef, der ihn dann eigentlich in seiner Arbeit kontrollieren sollte. Kontrolliert der Aufsichtsrat die Arbeit von Thomas Schmidt wirklich zu 100% und objektiv und völlig frei? Ich würde Sie wirklich ersuchen, hier nicht ständig zu implizieren, dass die Aufsichtsräte der ÖBAG gesetzliche Verfehlungen nach dem Aktiengesetz begehen. Das ist eine schwere Unterstellung. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe Sie gefragt, ob Sie volles Vertrauen in den Aufsichtsrat haben. Ich habe Ihnen diese Frage bereits beantwortet. Okay. Am 24. Jänner 2019 hat Ihnen unter anderem Thomas Schmidt über eine Aufsichtsratskandidatin bei der Auswahl dieser Personen geschrieben. Ist wirklich eine gute, compliant Finanzexpertin, steuerbar, Reifeisen. Sie hat für Niederösterreich auch delikate Sachen sauber erledigt. War das Ihr Anforderungsprofil für die Aufsichtsrätin der ÖBAG? Nochmals, Herr Thür, hier Nachrichten aus dem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang zu reißen, da verstehe ich, dass Sie das jetzt falsch interpretieren können, wenn Sie wollen. Die Dame, um die es hier geht, ist hochqualifiziert und ich bin froh, dass sie im Aufsichtsrat mit dabei ist. Der Aufsichtsrat arbeitet sehr, sehr gut und das zuständige Organ damals hat das genauso gesehen und sie deswegen bestellt. Ich habe daran nichts auszusetzen. Aber war gut steuerbar ein Kriterium für die Auswahl der Aufsichtsräte in der ÖBAG? Sie müssen den Herrn Schmidt fragen, was er mit dieser Interpretation gemeint hat. Aber es gibt ja in für Sie war das kein Kriterium. Konkreten Nachricht sehr, sehr viele sehr positive Eigenschaften, die der Dame attestiert wurden. Jetzt muss ein neuer ÖBAG-Vorstand gefunden werden ab dem März 2022. Werden Sie das Eigentümervertreter ein Wörtchen mitsprechen oder ist das die alleinige Sache des Aufsichtsrates? Herr Thür, Sie kennen die Antwort jetzt bereits. Das ist eine Entscheidung, die der Aufsichtsrat trifft und die außerordentliche Aufsichtsratversammlung hat das Präsidium des Aufsichtsrates bereits darum ersucht, den Nominierungsprozess einzuleiten. Gut, kommen wir zu dem Verfahren, bei dem Sie auch Beschuldigter sind. Die Öffentlichkeit weiß seit dem 9. Februar, dass Sie als Beschuldigter in der Casinos-Causa geführt werden. Sie haben damals gesagt, Sie hätten das aus den Medien erfahren. Das war heute auch im Urschuss Thema. Bleiben Sie dabei, dass Sie erst am 9. Februar aus den Medien davon erfahren haben, dass Sie als Beschuldigter geführt werden? Dass ich als Beschuldigter geführt werde, habe ich von der Staatsanwaltschaft direkt bei dem Gespräch erfahren. Ich glaube, das war am 10. Februar. Das Datum habe ich nicht mehr auswendig im Kopf.
Die Staatsanwaltschaft selbst hat mir diesen Status mitgeteilt. Ja, da gibt es nämlich etwas Diskussion darüber, denn schon 11 Tage davor, am 29. Jänner, landen die Akten, die Sie als Beschuldigten zeigen, im Ibiza-Urschuss. 2 Tage später, am 1. Februar, hat Ihr Anwalt dann bei der WKStA angefragt, ob Sie als Beschuldigter geführt werden. Dennoch haben Sie dann mehr als eine Woche nichts davon erfahren. Das ist eine Frage, die Sie an die Justiz richten müssen. Aber Ihr Anwalt hat Ihnen das nicht gesagt? Wir haben beide von der Staatsanwaltschaft bei dem genannten Termin davon erfahren und nicht davor. Aber wieso fragt Ihr Anwalt bei der WKStA an, ob Sie als Beschuldigter geführt werden? Weil der Werner Supern als Parteianwalt der ÖVP im letzten Jahr regelmäßig angefragt hat für verschiedenste ÖVP-Politiker, ob es neue Aktenbestandteile gibt. Das war ein regelmäßiger Prozess. Erfahren haben wir beide von diesem Status bei dem Gespräch mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Aber Sie waren zu dem Zeitpunkt kein Beschuldigter. Ist es dann nicht seltsam, wenn Ihr Anwalt bei der WKStA anfragt, ob gegen Sie Akten vorliegen? Das habe ich Ihnen gerade erklärt. Der Werner Supern hat regelmäßig im letzten Jahr für die verschiedensten ÖVP-Politiker angefragt, weil ja viele Vorverurteilungen und falsche Beschuldigungen im Raum stehen. Und das zeigt sich ja im Untersuchungsausschuss, dass es vielen Abgeordneten eben nicht darum geht, aufzuklären, sondern nur öffentliche Beschuldigungen zu machen, Skandalisierungen, mit anonymen Anzeigen zu arbeiten, mit direkten Anzeigen zu arbeiten. Und deswegen ist es leider Gottes zu einem Bestandteil auch der Arbeit der ÖVP geworden, hier regelmäßig nachfragen zu lassen. Letzte Woche wurde auch ein Chatverkehr zwischen Justizsektionschef Christian Pilnercheck und ihrem Kabinettschef bekannt. Christian Pilnercheck schreibt darin, wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung. Wurden Sie von jemand anderem als Ihren Anwälten auf Ihre Vernehmungen in der WKStA vorbereitet? Ich habe mich mit meinen Rechtsvertretern beraten und die Nachricht, auf die Sie anspielen, da geht es nicht um die Aussagen bei der Staatsanwaltschaft. Da bitte ich Sie auch zu differenzieren. Da geht es um die Sicherstellungsanordnung der Staatsanwaltschaft, was Unterlagen aus dem Finanzministerium betrifft. Und mein Auftrag an das Haus hat gelautet, diese Kooperation möglichst rasch und juristisch korrekt herzustellen. Warum hat man da überhaupt mit Christian Pilnercheck Kontakt aufgenommen? Der ist im Justizministerium nicht für aktuelle Fälle zuständig. Das Finanzministerium hat ja eine eigene Rechtsabteilung im Haus. Warum muss man da unbedingt Christian Pilnercheck fragen? Ich war in die operativen Abwicklungen absichtlich nicht involviert, weil ich hier eine eigene Situation habe. Deswegen habe ich lediglich den Auftrag gegeben, dass das Haus den zuständigen Behörden möglichst rasch in rechtskonformer Art und Weise die Kontakte herstellt, um dann den Aktenaustausch auch vollziehen zu können. Seit diesen ganzen Chats wissen wir auch, dass Thomas Schmidt offenbar der katholischen Kirche Druck machen sollte, dass die Steuerprivilegien der Kirche abgeschafft werden könnten. Sebastian Kurz schrieb ihm, er solle, Zitat, Vollgas geben. Gab es Pläne, haben Sie jemals von Plänen gehört, Kirchenprivilegien zu kürzen oder vielleicht zurückzufahren? Auch da darf ich versuchen, nicht Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und etwas hineinzuinterpretieren. Ich habe heute den Generalsekretär der Bischofskonferenz, auch ich glaube im Ö1 war es, gehört, der gesagt hat, dass die Zusammenarbeit auch mit der damaligen Bundesregierung und der katholischen Kirche eine sehr, sehr gute war. Darüber hinaus gibt es, das darf ich auch als Katholik und ÖVP-Politiker sagen, Themen, wo wir einer Meinung sind mit der katholischen Kirche, wenn es beispielsweise um die aktive Sterbehilfe geht, aber auch Themen, wo wir nicht einer Meinung sind, wenn es zum Beispiel um Asyl oder Migration geht. Und als Finanzminister darf ich Ihnen sagen, es ist fast normal, dass bei Gesprächen im Finanzministerium das Finanzministerium eine andere Position einnimmt als das Gegenüber. Dieser Generalsekretär der Bischofskonferenz sagt heute auch, ich empfinde es als eine Art, Politik zu machen, die sich nicht gehört. Wie steht denn die ÖVP zurzeit zu den Steuerprivilegien der Kirche? Es sind keine Änderungen geplant. Der letzte Ministerratsbeschluss diesbezüglich war das 7. Zusatzprotokoll zum Staatsvertrag mit dem Heiligen Stuhl vom letzten Juni, wo es auch um Finanzangelegenheiten gegangen ist. Aber nochmals, ich habe mit dem Herrn Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, ein sehr gutes Verhältnis. Ich weiß, dass er auch dem Bundeskanzler am Wochenende ein frohes Osterfest gewünscht hat. Und er hat auch heute gesagt, dass sowohl mit der jetzigen als auch mit der damaligen Bundesregierung die Zusammenarbeit eine sehr gute ist. Seit Wochen spricht das Land über diese Chats. Gegen Sie wird ermittelt. Können Sie Ihr Amt zurzeit noch unbeeindruckt davon ausführen? Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, vor allem, weil ich weiß, dass es sich um falsche Vorwürfe handelt, die am Ende des Tages auch aufgeklärt werden. Deswegen
arbeite ich ja auch so intensiv mit den zuständigen Behörden zusammen, wo die Aufklärung stattfindet. Darüber hinaus konzentriere ich mich natürlich weiterhin auf die Bewältigung der Corona-Krise, wo wir in Österreich viel zustande gebracht haben. Wir haben mittlerweile fast 34 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausbezahlt. Wir haben jetzt ein Wachstum prognostiziert bekommen vom IWF von über 3%. Das lässt Gutes erwarten. Ich hoffe, dass die Arbeitslosigkeit bald zurückgeht. Wir haben das größte Arbeitsbudget, das es jemals in der Geschichte der Zweiten Republik gegeben hat, um hier auch entsprechend die Not zu lindern. Das sind die Themen, auf die ich mich inhaltlich konzentriere. Aber wenn wir schon beim Fachlichen sind, dann schieße ich noch eine schnelle Frage zum Schluss nach. Eigentlich werden für heuer ja auch noch ganz große Maßnahmen geplant. 2021 sollte eigentlich der Einstieg in eine Ökologisierung des Steuersystems kommen. Auch die Abschaffung der kalten Progression steht noch am Programm der Regierung. Sind all diese Maßnahmen weiterhin im Plan? Im Oktober haben Sie gesagt, das sei noch so. Hält das auch, trotzdem die Corona-Krise so lange andauert? Das Regierungsprogramm gilt natürlich nach wie vor. Wir haben viele Maßnahmen, die im Regierungsprogramm verankert sind, bereits vorgezogen, bereits im letzten Jahr abgewickelt, wie zum Beispiel die Senkung der untersten Lohn- und Einkommensteuerstufe. Das sind 1,6 Milliarden Euro, die den Österreicherinnen und Österreichern ständig jetzt mehr im Geldbeutel bleiben. Das ist eine unbefristete Maßnahme. Viele weitere sind auch bereits umgesetzt worden. Und ja, das Regierungsprogramm gilt nach wie vor. Wir arbeiten daran, es umzusetzen. Der Zeitplan kann sich im einen oder anderen Fall durch Corona verschieben, wie zum Beispiel bei der Senkung der ersten Stufe der Einkommensteuer ist sie sogar noch vorgezogen worden. Herr Minister, vielen Dank für den Besuch im Studio und einen schönen guten Abend. Vielen Dank.